Moin, es sind Mia von Geeks Live Luxemburg und hi Hummer, den Sebastian von WeLive GameStore. Moin. Ja, viel Moin. Viel Moin, merci für den Akkui. Als nächstes, und wie geht's heute? Gut, besser wie vier drunter war ich ganz viel gestresst, weil ich will sagen, Multitask, muss ich wirklich viel mehr machen. Aber jetzt, wo das alles gestartet ist, super, geht gut. Ich bin zufrieden. Wir sind ja hier bei Luxemburg Gaming Experience, wie man am Hintergrund gut erkennen kann. Hier plus sein ganzes Team von WeLive Games haben halt ihm ganz viel Mod geholfen, das Hallen und Bein zu stellen. Wie ist das überhaupt passiert, dass das alles menschlich gemacht konnte? Also eine lange Geschichte. Dort haben wir uns 2 Jahre angefangen. Und du hast schon mal da angefangen, wo wir auf der Lux Expo waren. Hatten wir jemanden zu uns geschafft, für FIFA zu machen. Und da hatten sie einfach ein bisschen geschwärzt von einer Lolli-Kip, die sie wollten invitieren für an ihr Geschäft. Und das war Fnatic damals. Und wir haben uns gedacht, wieso haben wir geschafft, man? Wieso nicht, ob es mir groß ist, du reist, man? Sie sagten, wieso mir groß? Ich sagte, ja, Fnatic, das ist Fnatic. Wenn es der Fnatic heilt, dann müssen 1000 Leute kommen. Sie sagten, also. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn der will, können wir eine Kollaboration machen und mehr gerieren, wie wir schon viele Events machen. Natürlich, wir sind noch ziemlich confiant an unseren Skills, wie die Events zu machen. Und sie waren zufrieden mit unserer Arbeit, da haben wir gedacht, das zusammen zu machen. Und dadurch, wo wir aus sich viele verschiedene Ideen bräuchten, und aus sich die ganze Idee heute, das war von WeLive Games gekommen. Ganz viele von uns. Maja, wie ist es dann dazu gekommen, dass dann nur im Endeffekt hier im Casino ist und nicht zu ernst ist? Das ist auch so hin und her gewesen. Das Problem war vor allem, eine LCS-Equipe, bon, SK ist nur mehr LCS mit war, wo wir sie einen Kontrakt hatten, eine LCS-Equipe zu finden und gleichzeitig eine gute Saal zu finden. Und das ist immer stressig, weil du musst die Saal reservieren, da musst du das SK, also die LCS-Equipe reservieren. Und das ist dann immer so, okay, kann dann die Equipe kommen? Wenn nicht, wenn ich kriege meine Konfirmation, wenn ich wissen mal Bescheid. Und am Anfang war es geduscht, auf der Lux Expo zu machen. Wir wollten dann vor dem Printemps das machen. Und es war auch nicht gegangen mit der Equipe, die Demo zwar. Am Anfang war ich auf Fnatic geplant. Fnatic ist gut nicht mehr gegangen. Und dann hat man SK Gaming. Und wir fanden heute Casino ziemlich flott. Also, das ist wirklich. Du siehst, die Leute sind ziemlich cool. Ihr seht ja wirklich, die Leute sind mega geil. Und ich fand den Placement das ist wirklich gut. Du hast viel Parking. Für den Dezember war das geplant, aber da konnte SK Leute nicht kommen. Und sie hatte ja dann, ich meine, 3 Wochen vier drunter richtig Bescheid gesagt, da waren wir ein bisschen so, oh Merz, was machen wir da? Wir haben gesagt, da verschieben wir, warten wir, bis sie ihre Planung von ihren Matcher und da können wir aufhängen und dann, voilà, los dazu kommen am Casino, den 2. und 3. April. Wir hatten die Chance, weil hat SK, 2 Tage mit spät Bescheid gesagt, hätten wir das alles nicht mehr. Und dann hätten wir das sollten am Sommer machen. Das war ganz schüss. Das hat wirklich Chance, das. Das ist ja noch ein anderes Team, was ihr Mod organisiert wird. Ja, das ist natürlich in Luxemburg City. Das hat groß geschafft auf der Guar. Und ja, von hinten aus, als alles administrativ kommt. Aber sie werden nicht möglich gewesen. Sie haben auch gefunden, sie haben Kontakte mit der Fornisseur gehabt, etc. Und wir organisieren das dann zu 2 über Kollaboration. Weil dann, was gibt es noch so alles geplant? Was steht heute im Programm? Heute ist mal eben die 2 Demi-Finalen. Das ist ausgelöst, dass SKT Luxemburg, wenn ich mich nicht irre, gegen Tanktops zusammengegangen. Und nur um 7 Uhr als Playing Ducks gegen Lions. Und um 18 Uhr 30 ist auch eine Mini-Konferenz von Pinkward. Ich werde mich Mixicité an den Videospieler. Klingt interessant. Und ja, während Teams kommen Autogrammen-Sessionen für SK. Public Gaming, eventuell nur mein erstes Match. Das geht cool, wenn wir das erste Match fertig schon. Und das ist dann Zeit, ich mache mal Public Gaming mit den Leuten gegen SK oder mit SK. So viel sagen, der hat gesehen, es sind Stand für Virtual Reality, kann ich gamen, Retro-Gamen, kann ich so die Gyropode benutzen, etc. Kann ich viel machen, Just Dance und so. Voilà. Am Mai ist dann eben das Finale. Das ist um 16 Uhr, wenn ich mich nicht irre.
Und um 14 Uhr geht es von LuxCon Cosplay-Event organisiert. Das für 2 Stunden dauert. Und worüber freust du dich dann noch am meisten? Das ist schwer. Also, ich muss sagen, das Finale auf jeden Fall schon sicher. Was ich auch noch vergisst zu erwähnen, der Gewinner vom Turnier wird gegen SK Gaming spielen. Genau, da freue ich mich auch, weil Stelle 4 Gewinner gewonnen gegen SK Gaming. Das wäre schlimm. Ich meine aber nicht, das wäre aber wirklich witzig. Darauf freue ich mich, ich freue mich auf das Cosplay-Event, ich freue mich, ich habe das ganz, das ist schwer zu sagen, das ist eine Sache, wo ich wirklich cool ist. Das ist einfach, das gesamte Event über 2D muss einfach nie langweilig gehen. Und ich meine, das wird immer gut hinkriegen. Maja, das wäre dann so ein vielmals merci und noch viel Spaß. Ja, auch. Ja, merci auch, viel Spaß. I'm not.